Hallo zusammen, mein Name ist Manuel Hofmann und hier bei der Testo bin ich unter anderem verantwortlich für die Wärmebildkameras. Wärmebildkameras sind ein hilfreiches Messinstrument, um Oberflächentemperaturen in der Gebäudethermografie oder in der elektrischen und mechanischen Instandhaltung zu visualisieren. Allerdings stellt sich in der Anwendung öfters und häufig die Frage, aus welchem Abstand kann ich welches Messobjekt korrekt und präzise messen. Hierfür haben wir uns bei der Testo Gedanken gemacht und ein neues Feature entwickelt, welches mit den neuen Wärmebildkameras kommen wird. Dieses werden wir nun hier kurz in einer Anwendung vorstellen. Hier untersuchen wir eine Phase in einem Schaltschrank mit der neuen Wärmebildkamera von Testo und dem IFA-Forner. Gegenüber herkömmlichen Wärmebildkameras zeigt Ihnen der IFA-Forner einen rechteckigen Messcursor. Alle Objekte, die innerhalb des Messcursors liegen, werden korrekt gemessen. Sollte dies nicht der Fall sein und Sie sehen noch andere Messobjekte, müssen Sie gegebenenfalls den Messabstand anpassen. Ist das Messobjekt komplett vom Messcursor und IFA vorne abgedeckt, können Sie sicher sein, dass Sie die Temperatur korrekt messen. Wie Sie gesehen haben, unterstützt Sie der IFA vorne perfekt in Ihrer Anwendung, um Temperaturen Ihrer Messobjekte korrekt zu messen. Sollten Sie noch Fragen zu unserem IFA-Forner oder zu unseren neuen Wärmebildkameras haben, so kontaktieren Sie uns persönlich oder gehen Sie auf folgenden eingeblendeten Link. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Ihr Manuel Hofmeier.